Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Football-Manager-Karriere mit der TSG Hoffenheim. Heute machen wir weiter mit der Fußball-Bundesliga. Wir sind mittlerweile in Saison 3 und gleichzeitig starten wir auch in die Gruppenphase. Wir starten gar nicht rein. Wir hatten schon ein Spiel und das haben wir verloren, sehe ich gerade. Oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Gegen Celta Vigo. Da haben wir das erste Spiel der Conference League verloren. Da muss natürlich jetzt das Ziel sein, dann gegen Adana Demirspor dort endlich die ersten 3 Punkte zu holen. Das ist ganz klar. Anders wird es schwer, dort weiterzukommen. Wir müssen ja mindestens in die Top 24 kommen. Ja, zwischen Platz 9 und 24 sind so nochmal eine Zwischenrunde. Die Top 8, die kommt direkt weiter. Das wird schwer, glaube ich. Aber ja, die Top 24 müssen das Ziel sein. Aber jetzt haben wir Bundesliga-Alltag. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Die sind nicht gut reingestartet. Wir sind okay reingestartet in den 9 Punkte nach 6 Spielen. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Und jetzt ist natürlich das Ziel hier zu Hause weiterhin erfolgreich zu sein. Wir haben erst einen Heimsieg. Das war das 4-0 gegen Hertha. Und da muss jetzt eigentlich der zweite hier direkt hinterherkommen. Dass wir uns einfach auch weiter absetzen von der Borussia, weiter von unten wegkommen. Aber ihr seht das hier leider. Wir haben ordentlich Verletzungspech. Unsere Flügel, da fallen ja alle aus. Stoke, Andriacei, Savio, da kann ja niemand spielen. Und deswegen haben wir jetzt auch gar keinen Ersatz dafür. Also die Offensive stark ersatzgeschwächt. Hinten haben wir viel Ersatz, aber nach vorne, ja, müssen wir gucken. Rein geht's jetzt. Hier gegen Gladbach. Wir müssen eigentlich nichts mehr machen. Nee, ab dafür. Wir sind im Ballbesitz durch Kasatay und Juan Miranda. Der macht da ordentlich Dampf auf außen. Wieder Kasatay. Stach, Orban! War noch, glaube ich, mit dem Kopf dran. Und am Ende ist der Ball aber neben Tor leider. Aber gute erste Möglichkeit hier für uns. Wir haben sehr viel Ballbesitz, sind sehr dominant bisher. Hoffentlich geht es auch so weiter. Ja gut, wir haben jetzt gleich Halbzeit. Es ging nicht so weiter. Es ist mittlerweile ein ausgeglichenes Spiel. Ungefähr gleich viel Ballbesitz. Kaum Abschlüsse. Aber wir kommen nochmal mit Bischoff und Orban. Klasse gespielt. Bauer 1-0. Aus dem Nichts. Seit über 20 Minuten kein einziger Abschluss hier von uns. Und jetzt sind wir da und gehen kurz vor der Pause in Führung. Perfekter Zeitpunkt. Mika Bauer, der Torschütze. Und ja, jetzt ist natürlich dann doch die Halbzeit ein bisschen entspannter. Aber durch sind wir hier auf gar keinen Fall. Weil, ja, wir haben noch eine ganze zweite Halbzeit vor uns. Und jetzt kommt Gladbach auch schon über Schwanschara. Und dann spielt es gut über außen. Luca Netz, Hack! Und Baumann, oh Gott, ist der da frei gewesen. Robin Hack, den muss er eigentlich machen. Zum Glück schießt er genau auf Baumann drauf. Aber wenn es so weitergeht, steht es nicht mehr lange 1-0 für uns. Aber wir kommen auch nochmal über Bauer und Stach. Dann ist das Bischoff, Van der Bremt, der Torschütze wieder. Bauer und dann so ein Fehlpass. Ah. Und jetzt kontert Gladbach. Und wie über Luca Netz und Schwanscharer. Und jetzt ist es passiert, ja. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. So ein dummer Ballverlust dort von Mika Bauer. Und daraus entsteht dann das Tor. Verteidigen wir auch nicht gut. Und jetzt steht es 1-1 und ja, wir können eigentlich wieder von vorne anfangen. Gladbach hat den Ball, spielt es ruhig hinten raus. Ngumu, Sohm, Friedrich. Wir haben schon zuletzt gegen Köln eine 1-0-Führung gehabt und dann am Ende 2-1 verloren. Passiert das hier wieder oder was? Bayer. Ja, wieder so ein Fehlpass. Was soll denn das? Und jetzt ist wieder Hack da. Hack. Und jetzt gibt es 11 Meter für Gladbach. Ach Mann, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Zweimal schenken wir den Ball her. In eine absolut unnötige Situation. Gladbach kontert gut und hat jetzt die Mega-Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Robin Hack. Und er trifft. Ja, klasse. Wirklich richtig geil hier das Spiel. Einwurf Gladbach. Sohm. Das spielen sie sehr gut hinten raus. Netz mit Hack. Wir kommen im Moment wirklich immer zu spät. Wir sind immer einen Schritt zu spät. Hack. Sohm. Klasse gespielt. 3-1 in Gumu. Wir sind jedes Mal einen Schritt zu spät. Ich könnte hier ausrasten, wirklich. Das ist so schlecht, wie wir verteidigen. Ja, in einem Heimspiel so das Ding aus der Hand zu geben, ist einfach mega schwach. Nochmal Ecke für uns. Erstmal rausgeklärt. Bayer. Und jetzt steht es 3-2 und wir haben noch ein bisschen. Okay. Nochmal volle Attacke jetzt. Aber trotzdem, das darf in einem Heimspiel niemals passieren, dass wir das Spiel überhaupt so aus der Hand geben. Wieder Ecke. Tuhumcu wieder. Wieder rausgeklärt. Ömür, Tuhumcu. Tuhumcu 3-3. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn hier los? Wir sind wieder da, können aber nicht mehr wechseln. Haben noch ein paar Minuten. Mal schauen, passiert denn noch irgendwas auf irgendeiner Seite? Wahrscheinlich nicht, oder? 6 Minuten gibt es Nachspielzeit. Die sind aber jetzt auch schon abgelaufen, oder ja? Okay, 3-3 geht's aus. Ich bin ehrlich gesagt nicht zufrieden. Die erste Halbzeit war echt nicht schlecht. Wir haben zumindest nichts zugelassen eigentlich. Gehen mit einer Führung in die Kabine und dann... Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Dann haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Kommen am Ende nochmal gut zurück mit einer guten Mentalität, aber
Ja, nach einer 1-0-Führung in einem Heimspiel gegen den Tabellen-17., das darf man nicht auf ein 3-1 hergeben plötzlich. Und deswegen bin ich nicht komplett zufrieden. Und jetzt ist auch noch Maximilian Bayer verletzt. Ja, klasse, wir brauchen ja auch keine Flügelspieler oder so. Ne? Nee, nee, alles gut, Spiel, ehrlich. So, das nächste Spiel jetzt gegen den Rekordmeister, gegen Bayern. Ist jetzt zum Glück mal Länderspielpause. Bedeutet, unsere Spieler können da eigentlich fast alle wieder jetzt sich erholen und werden dann auch wieder einsatzbereit sein, glaube ich. Vielleicht bis auf Antti Achet, der ist noch ein bisschen länger verletzt. Aber Bayer, Doug und natürlich auch dann Savio sind wir voll einsatzbereit und können uns vielleicht irgendwie zu einem glücklichen Auswärtspunkt hier verhelfen. So, na dann, rein geht's gegen den FC Bayern. Ich habe ein bisschen Angst. Auswärts ist ja immer noch mal anders auch als zu Hause. Wir müssen einfach versuchen, lange Zeit hier überhaupt mal das 0-0 zu halten, dass wir überhaupt ein bisschen Hoffnung bekommen. Weil wenn Bayern hier in den ersten 10 Minuten trifft, ich glaube, dann geht's dahin. Aber mal schauen. Ja, es sind auch Champions League Wochen, also die sind auch nicht hundertprozentig fit vielleicht. Ne? Klar, wir haben auch Conference League, also bei uns ist es auch nicht anders. Aber es kann uns eigentlich nur helfen, dass im Moment so ein bisschen Champions League und alles ist. Was ist denn hier los? Doak hat den Ball. Doak. Erstmal rausgeklärt und Bischoff an den Pfosten, glaube ich. Oh, das gibt's doch nicht. Es ist Halbzeit und es steht 0 zu 0. Die Jungs machen das sehr, sehr gut. Ich bin echt zufrieden. Das kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben die ersten 20 Minuten eigentlich gar nichts zugelassen. Ihr seht es hier, ne? Bayern lange ohne Abschluss. Dann hatten sie jetzt ein paar zuletzt, aber auch das war noch echt okay. Also der Plan, den wir hier hatten, mit lange den Null halten, der funktioniert stand jetzt. Mal schauen, wie lange der jetzt noch funktioniert, ne? Weil die werden jetzt noch mehr ins Risiko gehen natürlich. Mika Bauer kommt rein, der Torschütze beim letzten Mal. Und ansonsten lassen wir erstmal alles so und hoffen, dass wir hier vielleicht irgendwie ein glückliches 1-0 machen können. Das wäre unfassbar geil. Wir sind in der 88. Wir führen 1 zu 0. Ein Riesenfehler der Bayern hat uns eingeladen. Maxi Bayer, der Torschütze. Ist das Ding durch? Wir gewinnen in München. Wir gewinnen in München. Wahnsinn. Wahnsinn. In der besten Phase der Bayern laden die uns ein, machen hinten einen Riesenfehlpass. Wir nutzen den und gewinnen dieses Spiel. Und keiner weiß wie, aber das ist sowas von absolut scheißegal. Wahnsinn, wir gewinnen bei den Bayern. Springen jetzt auf 13 Punkte auf Rang 6. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. 6 Punkte jetzt schon Vorsprung auf Platz 16. Und wir sind wieder drin im Kampf um Europa, glaube ich. Das kann man jetzt sagen. Wir spielen zwar noch nicht so gut dieses Jahr, das ist auch mal ganz klar, muss man auch mal so sagen. Aber die Punkte sind jetzt in dieser Phase erstmal wichtiger. Richtig geil, wir gewinnen in der Allianz Arena. Und gehen jetzt auch mit ordentlich Selbstvertrauen ins Conference League-Spiel gegen Adana Demirspor. Und wie gesagt, das Ziel muss jetzt hier klar sein. Wir müssen jetzt hier gewinnen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben. Just waren. Ah, der wird jetzt ein paar Wochen fehlen. Der ist unser Ersatz für rechts hinten. Aber das ist okay. Da kann auch Kataschabik noch spielen. Dementsprechend ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Oder halt auch nicht, ne? Jetzt ist auch Papel Kadarabek verletzt. Ja, klasse. Ja, müssen wir ihn erstmal fit spritzen, solange wie Justwan jetzt ausfällt. Wir brauchen schon einen Ersatz für rechts hinten, ne? Wenn Van der Bremt da irgendwas hat, dann ja, haben wir halt niemanden, der da überhaupt spielen kann. Aber jetzt ist erstmal egal, jetzt geht's rein. Hier gegen Adana Demirspor an diesem Mittwoch. Es können alle spielen. Also halt bis auf Justwan, ne? Ist klar. Und dementsprechend gehen wir rein mit der besten Mannschaft, die wir haben. Ab dafür. Ecke für uns, Ben Doak. Wird die reinbringen. Erstmal geklärt. Ecken. Ja, sind wir nicht so gut. Aber genau dieser zweite Ball. Das ist immer echt sehr oft gefährlich. Hier war es jetzt aber leider abseits. Jetzt haben wir einen Einwurf. Van der Bremt. Ben Doak. Bischoff. Nochmal andere Seite. Miranda. Und jetzt gibt es Elfmeter. Draußen liegt Savio. Schon wieder verletzt. Ach nein. Was ist denn mit Savio los? Den Elfer gibt es übrigens. Der sah ganz komisch aus. Annehmen wir mit. Miranda trifft. Und wir gehen in Führung. Wir müssen ein bisschen auf Savio gucken. Der hat irgendwas. Ja. Und jetzt hat es nur eine Minute gedauert. Und da ist der Gegner wieder da. Demirspor gleicht aus. Spielt das sehr, sehr gut. Und am Ende ist es Furkan Samil, der trifft. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir kommen über Savio. Die Flanke. Orban ist nicht da. Aber da ist Stach an den Pfosten. Das ist doch Wahnsinn, was hier passiert. Das gibt es alles sicher. Wieder Savio. Gleicher nächster Angriff. Die Flanke ist nicht ganz so gut. Und Demirspor klärt erstmal. Der Einwurf wird dann nicht gefährlich. Aber die Ecke wird hier gefährlich. Bischoff. Kommt erstmal niemand ran. Van der Bremt. Wieder Bischoff. Kasatay. Diesmal gibt es keinen Elfmeter. Aber vielleicht ein Konter für die. Nee, wir sind da. Van der Bremt. Stach. Oh, so ein Fehlpass darf nicht passieren. Jetzt gibt es doch einen Konter. Nee, Stach ist wieder da. Okay. Kasatay. Savio. Nochmal hinten rum. Miranda. Wieder Savio.
Wir spielen sehr gut. Wir spielen es ruhig. Und dann so ein geiler Ball. Savio und Orban. Aber es könnte abseits gewesen sein. Das war auch mein erster Gedanke, weil der schon sehr weit vorne war. Aber nee, okay, es zählt. Sehr, sehr wichtig. Wir gehen wieder in Führung. Hoffentlich hält es diesmal einen Ticken länger. Ja, wir haben eigentlich schon lange überstanden. Lassen nicht viel zu, haben selber aber auch nicht mehr viel. Jetzt kommt Demispor und trifft direkt. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unfassbar. Zwei offensive Aktionen von denen, die wir hier sehen. Und zweimal ist der Ball bei uns im Tor. Es ist so unfassbar unverdient. Aber wir machen es auch nicht so gut in der zweiten Halbzeit. Wir haben offensiv da viel zu wenig. Haben uns zu sehr hinten reingestellt. Und kommen jetzt nochmal. Miranda, Antwia Che, Sildia, Itakura, Stach. Die sind alle nicht gewechselt. Also die sind schon relativ K.O. Mika Bauer, der ist frisch. Der wurde vorne eingewechselt. Die Flanke. Eieieiei. Was ist das denn? Aber wir verteidigen es gut. Lassen da keinen Konter zu. Sildia, Stach. Mit Mika Bauer wieder. Mika Bauer. Macht das diesmal besser. Kadaschabek, Stach. Das gibt es doch nicht. Drüber. Und jetzt Miranda mit dem Freistoß. Auch der ist nicht drin. Und ich glaube, das war's jetzt schon, oder? Ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Wir bleiben wieder ohne Sieg in der UEFA Europa Conference League. Boah, es ist mega bitter. Es ist sehr, sehr bitter, dass wir erst einen Punkt dort haben. Wir machen es echt nicht schlecht. Gerade hier waren wir halt klar überlegen. Und kriegen es einfach nicht in dieses Spiel zu gewinnen. Und jetzt fällt auch noch Savio für ein paar Tage aus. Aber wir spritzen ihn fit, dass er gegen Wolfsburg spielen kann. Genau das gleiche machen wir auch mit Kadarabek. Und ansonsten lasst ihr jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn euch hier dieses Video gefallen hat. Achso, ja natürlich, aktiviert auch super gerne die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.